Hallo, liebe Freunde der Stadt- und Kreisbibliothek Saalfeld. Ich bin Katrin und heute habe ich euch wieder die neuesten Bücher aus unserem Bestand mitgebracht. Es geht um zwei sehr aktuelle und wichtige Themen, nämlich Nachhaltigkeit und Feminismus. Du möchtest nachhaltiger und bewusster leben? Im Buch von Annemarie Imgrund teilen 20 Sinnfluencer die besten Tipps rund um die Themen nachhaltige Ernährung, Kosmetik zum Selbermachen, Wohnen, Fair Fashion, Reisen und Umweltschutz. Lass dich inspirieren! Vio vom beliebten YouTube-Kanal I Am So Vio beschäftigt sich in ihrem Alltag mit Nachhaltigkeit, bewusster Ernährung und dem Vermeiden von Müll. In ihrem Buch Zero Waste, Happy Life zeigt sie, wie die 5 R's die Umwelt schonen und das Leben einfacher machen. Im Ratgeber Einfach nachhaltig erklärt Johanna Prinz von der Verbraucherzentrale, wie man umweltbewusst einkaufen, haushalten und leben kann. Dabei kommt es keineswegs auf Perfektion an, sondern darauf, irgendwo anzufangen. Können Männer Feministen sein? Was ist die gläserne Decke? Familie oder Karriere? Die Antworten auf diese und viele weitere Fragen findet man im Buch Kernfragen Feminismus. Im Roman Whisper Network von Chandler Baker geht es um Sloane, Ardy, Grace und Rosalita, die seit Jahren unter ihrem Vorgesetzten Ames leiden. Jetzt soll Ames zum Geschäftsführer befördert werden. Die 4 Frauen wissen, sie müssen seinen Aufstieg unbedingt verhindern und wenn ihre Worte wie üblich nicht gehört werden, dann müssen sie eben handeln. Mit ihren Enthüllungen zum Fall Harvey Weinstein legen die New York Times-Journalistinnen Jodie Kantor und Megan Towey den Grundstein für die #MeToo-Bewegung. In dem gleichnamigen Buch erzählen sie erstmals ihre Geschichte. Kolumnistin Sarah Bossetti versammelt in ihrem Buch Ich hab nichts gegen Frauen, du Schlampe die schlimmsten Hasskommentare und verwandelt sie in charmante Liebesgedichte. Die wohl kreativste Art, mit so etwas umzugehen. So, und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe sehr, es waren ein paar interessante Bücher für euch dabei. Vielleicht sehen wir uns ja mal in der Bibliothek. Ansonsten sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. Bis dahin und tschüss!